Ja, hi zusammen und willkommen zum neuen Video von mir. Und zwar geht es heute darum, ich mache jetzt ein Sommersonne-Stranddesign. Und zwar ist das in der Gruppe Beauty-Werbeagentur. Da läuft gerade ein Gewinnspiel. Das geht von heute bis zum 18. Deswegen werde ich das Video auch sofort gleich hochladen, wenn ich es fertig habe. Und zwar könnt ihr gewinnen eine Logo, also ein Logo, eine Logo-Unterlage, ein Zertifikat, mit dem Platz, den ihr halt gemacht habt. Und ich meine, gelesen zu haben, dass man fast alles verwenden darf. Also man darf Sticker, Wraps, Stamping, Steinchen, Overlays, was weiß ich. Es soll halt Sommer, Sonne, Strand sein. So, ich habe meine Nägel schon. Ich hatte die ja gemacht gehabt, so. Deswegen habe ich schon das Blau drauf. Und da brauche ich jetzt nichts mehr machen. Außer an den beiden Fingern. Aber an den beiden Fingern möchte ich gerne, ich habe mir das hier so schön hingeschrieben. Ach so, übrigens, die Gruppe, das Gewinnspiel verlinke ich euch unten in der Infobox. Wenn ihr Bock habt, guckt vorbei. Und zwar habe ich mir hier schon ein bisschen Farbe drauf gemixt. Ich werde mir jetzt noch ein bisschen mehr drauf nehmen. Das ist von Laura Letta, Easy Color, die Nummer, ich glaube, das war die Nummer 3. Ich habe da jetzt einen Buckel drauf geklebt, deswegen kann man das leider nicht mehr erkennen. Auf jeden Fall ist das so ein schöner Sandton. Moment, ich mache das mal eben weg. Vielleicht kann man es ja doch nochmal erkennen. Nö. Scheiße. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, das ist so ein cooler sandiger Ton. Also so ein schöner Nude-Ton. Passt natürlich ideal als Strand-Design. So, ich habe mir das jetzt hier drauf gepitcht. Und dann habe ich mir einen alten Pinsel genommen. Und werde mir das jetzt eintupfen. Und zwar ist es mir eigentlich scheißegal, wie. Weil, naja, ihr wisst ja, ne, wenn man halt Designs hat, die man irgendwie nachgetreu arbeiten will, dann ist das so, dass der Strand nicht einfach abgehackt ist, sondern der ist so ein bisschen, ja, wellig halt, ne? So, das werde ich jetzt so lassen. Auf dem Finger. Nee, auf dem Finger muss ich gleich abmachen, weil da hatte ich ein anderes Design vorgehabt. Ja. So, ich lasse das aber jetzt erstmal anhärten für 5 Sekunden und gebe dann nochmal eine Schicht drüber. Ja, ich bin mal gespannt, ob es was wird. Ob es später eigentlich gut aussieht oder ob das halt einfach kacki aussieht. Aber, naja. So, ich tupfe das einfach nur, damit es halt ein bisschen, also damit das Blau ein bisschen verdeckt ist und man das Blau nicht mehr so durchscheinen sieht. Also da kommt so und so gleich nochmal ein Design drauf. Aber trotzdem, ne, muss das ja nicht, dass man das da irgendwie sieht. So, so lasse ich das jetzt. Und wenn es mir im Nachhinein nicht gefällt, dann kann man es ja immer noch wegmachen. Aber ich denke mal, dass ich es drauf lassen werde, weil ich bin da echt ein bisschen anders. So, das lasse ich auch kurz für 5 Sekunden anhärten. Dann geht es weiter. Und zwar ja, muss ich mir jetzt eben alles zurechtholen, weil ich hatte nämlich, also wie gesagt, ich habe mir das alles aufgeschrieben. Moment, ich hole mal eben den ganzen anderen Kram, den ich brauche. So, ich bin wieder da. Ich habe mir den jetzt noch mit der Farbe von Laura Letta angepinselt. So, genau. Da das echt ein bisschen abgehackt aussieht, habe ich mir überlegt, kommt da jetzt definitiv eine Palme mit drauf. Weil das ist mein, ja, Wasserpalm-Design. Aber ich glaube, bevor ich das mache, wollte ich da noch ein paar weiße Akzente mit reinziehen. Und das mache ich mit dem weißen Farbgel von Laura Letta. Das muss auch nicht so viel sein. Also ich streife meinen Pinsel hier echt ein bisschen viel ab. Achso, habe ich noch Glitzer hängen. Und ziehe einfach nur so ein paar Wellenmuster. Die ich gleich, ich werde mal gucken, ob ich das mit dem Pinsel irgendwie hinkriege. Ich hatte das nämlich letztens schon mal gehabt.
Da hatte ich das mit einem Pinsel gemacht. Da hatte ich mir das nämlich so ein bisschen immer getupft und verschoben und gemacht und getan, dass das so ein bisschen aussieht wie ein Wellendesign. Ich glaube, da muss ich ein bisschen. Ich hoffe, das geht so. Fussel mit drin. So, noch mal ein bisschen weiß. Genau. Und jetzt nehme ich da ein bisschen Cleaner mit bei. Wische den Überschuss hier einfach weg. Dass es einfach nur so ein bisschen aussieht, als wäre das, als wären das Wellen. Ich meine, das hatte ich euch schon mal in einem Video gezeigt. So. Genau, und wenn ich damit zufrieden bin, lasse ich das kurz anhärten für 5 Sekunden. Das brauche ich nicht mehr. Ich brauche dann gleich noch eben schwarz. Oh, auf meinem Tisch sieht es schon wieder aus. Katastrophal. Oh Mann, habt ihr es auch immer, wenn ihr euch die Nägel macht, dass ihr komplett Chaos habt? Also ich sehe hier manchmal überhaupt nicht mehr durch, was wo ist, weil es mich einfach, ja, ich bin dann immer restlos überfordert. So, jetzt werde ich mir aber, wie schon gesagt, die Palme stempeln. So. Muss gleich baden, ne? Du musst gleich baden. Kann ich mal Ja. Moment. Lack. Super. So, jetzt kommt die Palme zum Einsatz. So. Ich habe natürlich jetzt kein Ultrabond aufgetragen. Das heißt, ich muss ein bisschen schnell machen. Mama. Ich werde die hier so hinsetzen. Daneben werde ich nochmal versuchen, eine kleine Palme irgendwie hinzuquetschen. Mama, darf Ja. ich mir das Ding ab, wie auch immer, abtümpeln? Abtümpeln. Ja, hier halt. Warte, du kannst es gleich sauber machen, okay? Ja, das muss jetzt alles ein bisschen schnell gehen hier. Warum? So, und die nächste Palme setze ich da so leicht daneben. Und jetzt gucke Lieben. ich, aber ich glaube, die Muschel ist zu groß. Nur Was? noch die Muschel. Nee, ich werde das, Ich glaube, die ist zu groß, denke ich ne? mal, so lassen. Vielleicht noch ein paar, was weiß ich, was schwarze Tüpfeln, sowas wie so eine Muschel oder sowas so nebenmal. Oh Gott, mein Farbgerät aus. Ja, der typische Vorführeffekt Also läuft mal wieder bei mir. ich muss Hände waschen, ne? Ja, dann tu man eben. Weiß mal warum. Ich habe nämlich Lack abbekommen, dass in irgendeiner Minute mal brennt So, an okay. der Haut. Dann schnell Hände waschen. Ja, genau, hier ist mein dünner Spotty. Ich gucke jetzt einfach mal, dass ich hier auch irgendwie so ein Muscheldesign hinmalen kann. Wenn das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach, das sieht mehr aus wie ein Punkt. Also das gefällt mir nicht. Wie malt man denn eine Muschel? Muschel ist doch eigentlich. Ach, ganz falsch. Okay. Also, es wird jetzt gerade nicht so, wie ich möchte. Wir versuchen es nochmal. Ein letzter Versuch. Und wenn es jetzt nicht funktioniert, dann lasse ich es. Meine Hände sind auch sauber. Das sieht mehr aus wie so ein toter Fisch oder so. Zeig mal. Also,
Oh. Sieht aus wie ein lebender Fisch. Ja? Na, mhm. Dann ist ja geil. Na gut, dann bleibt das so. Sie hat einen Fisch aufgetragen. Sie hat einen Fisch aufgetragen. Das sollte eigentlich eine Muschel sein. Danke. Sie hat einen Fisch aufgetragen. Wo denn? Das sollte eine Muschel sein. Aber ich gucken, habe ich weggemacht. Gut, dann werde ich den jetzt erstmal versiegeln, damit hier nichts mehr passiert. Und werde mich dann dem anderen widmen. Also meinen anderen schönen Nagel. Ja. Mama? Ja. Darf ich da mal was aussuchen, was du dir drauf machen sollst? Nächstes Mal kannst du das aussuchen, okay? Weil jetzt mache ich gerade bei einem Wettbewerb mit. So. Ich kann ja jetzt aussuchen. Nee, jetzt muss ich ja ein Design machen, ist ja schon vorgegeben. So, das soll ich für 30 Sekunden anhärten und dann hole ich euch wieder dazu. So, weiter im Text, das ist jetzt ausgehärtet. Jetzt nehme ich mir den, da hatte ich eigentlich was anderes vorgehabt, aber mir kam jetzt gerade so eine coole Idee, das werde ich jetzt einfach mal versuchen. Und zwar möchte ich da gerne einen Sonnenschirm haben, vielleicht ein Handtuch oder so, mal gucken. So, und dafür muss ich mir den mal eben, ja, schmeiß weg, eben alles an die Seite, weil ich muss mir den ja drehen. So. Damit da nämlich nichts passiert, werde ich das jetzt immer Strich für Strich anhärten. Weil ich mich einfach kenne. So, kurz anhärten. Dann geht's weiter. Ja, guck das mal nicht. So. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Da ist ein Pinsel. Warte, ich gebe dir sofort, wenn ich fertig bin, okay? Wofür ist der hier, Mama? Mama, wofür ist der? Kann man den auch für schwarz benutzen? Kann man. Kann man nicht. Richtig schwarz. Weil ich mache jetzt auch den. Also ich sehe jetzt schon auf dem Bildzahn, das sieht gerade ein bisschen besser aus. Aber ihr kennt das ja, ne? Wenn es nicht so will, dann wird es weggeklinert. Muss ich hier drauf drücken, Mama? So. Auf ein neues. Ich glaube, ich ziehe den nur bis hier rüber, sodass das aussieht, als würde der da hinten enden oder weiterführen. So, genau, weil dann habe ich nämlich das Gefühl, dass er irgendwie ein bisschen besser aussieht. Also irgendwie habe ich auch nicht den richtigen Pinsel dafür. Das nervt mich gerade so ein bisschen. Malen ist ja so und so nicht meins, also von daher. So, irgendwie kann ich mir jetzt die Hand hier abreißen, damit das funktioniert. So. Sieht zwar nicht aus wie ein Sonnenschirm, aber okay. So. Auch nochmal eben kurz anhärten lassen. Dann kommen hier so Striche rein. Hier oben kommt noch ein Punkt hin. Was sind so Glitz? Und ich glaube, die Striche male ich da aus. Oder lasse ich die Striche weg. Nee, ich glaube. Ja, ich lasse das so. So, das lasse ich auch kurz anhärten. Dann kommt jetzt gleich. Ja, das wird jetzt echt ein Unterfangen hier. Weil ich möchte gerne Flipflops hinmalen. Hätte ich mir jetzt so überlegt gehabt. Also mal gucken, ob wir es hinkriegen. So. Und zwar sollen die neben dem Sonnenschirm liegen.
hasse das immer, ne? Wenn man nicht den richtigen Pinsel hat, ey, sondern nur so ein. Lang versuchen. Ich gehe noch mal raus, ne? Mhm. Kannst du dann gucken in der Zeit, wann die Lampe da fertig ist? Mhm. So. Gucken, ob ich das besser auf der anderen Seite, also den anderen hinkriege. Mama, ich mit Papa eben zum Dings fahren, zum Meer. Ach ja, stimmt, ich darf ja nicht. Frag doch Papa. Ich darf nicht. Er weiß nicht, wie er noch irgendwas mit Dings machen muss. So, nochmal ab. Und dann nochmal. Ja. Es könnte ein wenig dauern. Oh yes, nee. Also das ist, wird ein ellenlanges Video. Macht euch gefasst. Nehmt euch am besten Chips oder sonst irgendwas. Ha! Das nervt mich gerade so ein bisschen. Dass man auch nicht diesen so einen richtigen Pinsel dafür hat, ne? Also ich habe entweder einen kurzen, langen, aber so ein Zwischending habe ich nicht. Und das ist echt zum Kotzen. Und gerade mit so einem Zwischending kann man dann wahrscheinlich besser malen als mit so einem blöden Stift. Vor allem das. Jetzt fummel mal nicht hier zwischen, bitte. Mit dem Spotty wird es wieder zu fett und zu dick. Aber ich mache diesen blöden Flipflop mal eben ohne euch, weil sonst kriege ich hier gleich leichte Aggression und Ausraster. Und das wird sonst ewig nichts. Also ich hole euch gleich wieder zurück, wenn ich diesen blöden Flipflop fertig habe. So, endlich geschafft. Oh, 5000 Jahre hier später. Also das, sowas macht mich echt wahnsinnig, wirklich. Also... So, ich male mir die jetzt an, weil die sollen ja nicht aussehen wie mein Sandboden. Also, bin jetzt angemalt. Und dann kommt noch die Schnalle rein, weil das ja Flipflops sein sollen. So, Nummer 1. Oh, verrenken hier. Also manchmal funktioniert es halt besser, wenn man die Kamera nicht anhat, ne? Tut mir jetzt echt leid, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt, aber ich will das Video auch nicht schon wieder zu lang machen. Deswegen auch nur so ein bisschen kurz. So, kurz zum Anhärten rein. Mein Sonnenschirm ist schwarz-weiß, also mache ich jetzt schwarz-weiß. So. Dafür nehme ich mir das Weiß von Laura Aletta und male mir einfach den Sonnenschirm hier weiß aus. Muss nicht deckend weiß sein. Nummer 1. Ich mache auch nur jedes zweite Feld. Und das andere mache ich dann schwarz. Aber ich denke, bei schwarz brauche ich euch dann nicht unbedingt mitnehmen. Also ich weiß immer nicht, wie ich meine Hände halten soll. Ne? Das ist echt verflixt hier. Bei schwarz nehme ich euch dann nicht mit, weil ich denke, ihr wisst ja so ungefähr, ne, wie das dann geht. Einfach nur das hier ausmalen und gut ist das. So. So, kurz anhärten. Und dann mache ich jetzt eben schwarz und dann hole ich euch wieder dazu. So,
So sieht es jetzt aus. Vorerst. Und jetzt kommen meine Flipflops. Und dann nehme ich mir ein Spotty und setze mir bei meinem Flipflop hier einen Punkt hin. Und da einen Punkt hin. So, die lasse ich jetzt anhärten, weil ich meine Schwitzschicht von dem Farbgel nicht abgemacht habe. Und bevor mir da nachher irgendwas passiert und ich mir gleich in den Popo beiße, weil es mir verläuft oder sonst irgendwas, lasse ich es lieber anhärten. So, und jetzt ziehe ich einfach nur einen Strich runter. Einen Strich rüber. Und so, lass das kurz anhärten. Mach das auf der anderen Seite genauso. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie im Bild. Yep, ich denke schon. So, einen Strich runter. Und da auch. So, auch nochmal im Anhärten lassen. Dann würde ich sagen, ist der eigentlich auch schon fertig. Ja, den werde ich jetzt auch schon versiegeln. Weil ich hier eigentlich fertig bin. So, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich das gesehen habe. Meine Kamera, ich kann kotzen. Ja, also ich habe den jetzt versiegelt, mein Strandbild. Das lasse ich jetzt 30 Sekunden aushärten und dann geht es auch schon weiter. Und zwar sieht das jetzt so aus, also mit den Flipflops da. Hier ist ja, sind ja meine Palmen, das hattet ihr ja gesehen gehabt. So, und jetzt was hatte ich noch gehabt? Ich hatte jetzt irgendwas. Genau, auf dem klebe ich mir eine Muschel. Die habe ich hier schon. Die wollte ich mir so hier drauf patschen. So, dass das... obwohl, nee, ich werde mir hier eine Muschel... ich wollte gerade tätowieren sagen. Mhm. ich werde mir eine Muschel... Ach, sag schnell. Stempeln. So. Genau. Oh, jetzt ist nicht. Schmeiß weg. Ich stempel mir jetzt diese Muschel hier. Ist natürlich richtig mies, wenn alles so funktioniert, wie es soll. Ne? Nämlich gar nicht. Genau. Da haben wir so schon. Ich weiß nur nicht, ob es mir so gefällt. Das werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich, obwohl da habe ich ja schon Strand. Ja, ich weiß es nicht. Ich überlege noch. Ich hole euch gleich auf jeden Fall wieder dazu, wenn ich fertig überlegt habe, was ich hiermit mache. So, ich habe mich entschieden. Ich habe jetzt einfach nur da so ein goldenes Farbgel. Das soll dann so eine Sandoptik sein. Und eine Muschel gestempelt. Und jetzt werde ich hier oben einfach nur noch ein paar Vögelchen hinmalen. Also, dass das so aussieht wie so ein Vogel, ne? So, genau. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Nee. So. Genau, so lasse ich das kurz anhärten. Dann ist der schon fertig, den werde ich aber matt versiegeln, weil ich da einfach Bock drauf habe. Und die anderen, da mache ich jetzt so eine, einfach nur eine normale Meeresoptik und gucke, dass ich da irgendwie ein paar Fische rausgucken lassen kann oder sowas. So, matt versiege ich mit dem Mattversiegler von Laura Letta, weil ich den einfach ganz cool finde. Der ist nicht komplett matt, sondern der hat noch so ein, ja, der ist nicht so stumpf matt, sondern so ein bisschen glänzend matt, ne? Also ihr seht das gleich, was ich meine. Wie gesagt, ich finde ihn halt schön. Ich lasse ihn jetzt für 30 Sekunden aushärten und durch dazu. So, da ist es jetzt fertig. Der ist auch fertig, der ist auch fertig. Jetzt kommen wir zu dem. Sehr schön. Okay. So, und bei dem muss ich jetzt erstmal gucken,
wie man einen Fisch. Ah nee, obwohl Fische habe ich ja als. Moment. So, und für die beiden Finger habe ich mich entschieden, mache ich jetzt einfach einen Sugar-Effekt. Entweder es reicht oder es reicht eben nicht. Ich werde es ja dann sehen, weil da nehme ich dann 5 Designs, also 5 Finger. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt auch nicht mit so einer ganz bunten Hand rumrennen. Also hoffe ich mal, das reicht so. Ich mache da jetzt einfach, wie gesagt, einen Sugar-Effekt drauf. Was ist das für, Mama? Was ist das für ein? Das ist ein Versiegelungsgel. Das? Ja. So, hier mache ich das Blaue. Was heißt Versiegelungsgel? Zum Ende macht man das immer drauf. Macht das ja am Ende jetzt drauf. Genau jetzt. Muss das dann auch in der Lampe? Ja. So. Das tutsche ich mir jetzt ein bisschen an, dass mir hier nichts mehr absteht, weil sowas macht mich wahnsinnig. So, ich lasse das kurz für 5 Sekunden anhärten, damit ich mit dem anderen weitermachen kann. Bis dann. Ich bin aber gar nicht fertig. So. Und bei dem anderen mache ich das genauso, nur mit dem weißen. Ich weiß nicht, warum ich einen Mattversiegler nehme. Ich denke mal. Ich nehme. Wie viele Minuten sind das hier, Mama? Ich nehme die Minute. Ich habe keine lange. So, und hier mache ich das mit dem Weiß. So, und wie gesagt, entweder es reicht oder es reicht nicht an Designs. Ein bisschen abklopfen. Und das sieht hier ganz cool aus. Das gefällt mir echt. Und gibt es ein bisschen lila. So, und das lasse ich jetzt aushärten und hole euch dann wieder dazu. So, das ist mein fertiges Endergebnis. Ja, ich denke, soweit ist es ganz okay. Ich werde den auf jeden Fall nochmal, habe ich mir so überlegt, auch glänzend machen, weil mich das Matte irgendwie ein bisschen einkotzt. Dafür baffere ich mir den jetzt an und dann mache ich das nochmal eben glänzend und hole euch dann einfach nochmal zurück. So. Das ist aber jetzt mein fertiges Endergebnis. Oh, ich habe jetzt hier überall Glitzer hängen. So, also wie gesagt, das ist jetzt mein fertiges Endergebnis. Macht noch mit. Seite verlinke ich euch unten. Bis zum 18. habt ihr Zeit. Es lohnt sich definitiv. Ich finde es auch eigentlich ganz cool geworden. Also ich würde so, ich renne so definitiv ein paar Tage rum. Und dann kommen sie wieder ab und neu. Und mal gucken, was dann kommt. So, ich würde sagen, ich bedanke mich schon mal fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal.